Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir uns endlich das Horn eines Einhorns anschaffen können und heute können wir berichten. Thanks. Have you figured out any of the remaining ones? Yeah, but only one of them. Are you okay? Are you feeling sick again or something? I found something else in the book. The Omega Elixir was originally concocted as a way to cure the 12-year sickness. The 12-year sickness? An incurable disease. Every 12 days, you break out in a fever. Each fever is just a bit worse than the one before it. And when you turn 12, you die. That's just like what Luffy had. Videl, you're not saying... My symptoms are an exact match. And well, my 12th birthday is coming up. Videl, don't worry. I'll get you the other ingredients. We can make the Omega Elixir together. It's no use. There's no way you can get them all in time. And even if you did, I'm not sure I could actually make the Omega Elixir. We can do it. When there's a will, there's a way. Easy for you to say. You're not the one who's sick here. You get to travel across the world. You get to see all kinds of incredible things. Videl... Just go! Leave me alone. I don't want to talk to anybody right now. Hmm. Luffy said you don't have to feel so bad. It's okay. Thanks, Eleanor. But Videl's right. I hadn't even considered his point of view. But you were just trying to be nice. Well, even if he doesn't want me to interfere with him, I still want to make that Omega Elixir. He's a friend, and he's in pain. I want to help him. Yeah, you're right. I'll help you out too. Keep basking in them sunshine and rainbows, kids. But as far as anyone knows, there's not one case in all of recorded history of anyone who has it surviving. How does it progress? It's incredibly rare, only caught by children. Nobody knows how they get it. Some people think they're born with it. Might even be a curse. Symptoms are certainly weird enough. A fever every 12 days, just like Luffy. Did he have the 12-year sickness too? Did Artorias know that when he decided to sacrifice Luffy? Was there never any hope to save him at all? Was he doomed to die at age 12? That's too much to... Nun, das ist wenigstens ein interessanter Story-Einblick. Das Ei eines Wolkenschafs finden wir scheinbar im tiefen Morgen. Ebenen von Aldina. Das heißt. Wie ging das am besten? Nach Locrus, glaube ich. Nee, Steinbergen? Steinbergen klingt gut. So, und von hier... Dann... Ja, nach da links. Obwohl ich glaube, dann wäre... Ich bin gerade am überlegen, wie wir am einfachsten da hinkommen. Ich glaube tatsächlich dann doch von hier, ne? Ebenen von Aldina, ja. Dann machen wir mal ein bisschen Optionales. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Kann man ja mal tun. Außerdem brauche ich nur R2 gedrückt halten. Ich bleib dabei. In gewisser Weise die beste Erfindung, die ich jemals in so einem Spiel hatte. Gleichzeitig aber auch eine Erfindung, die... Naja, dafür sorgt, dass ich extrem faul werde. Aber was soll's. Es ist natürlich weiterhin die Frage... Das Ding mal aktiviert, sieht nicht so aus, oder? Doch, scheinbar schon. Bin mir nicht mehr sicher, wie die Dinge aktiviert und deaktiviert aussehen. Ist die Frage, ob ich von da reinkomme, sodass wir uns dieses Ei des Wolkenschafs besorgen können oder eben nicht. Hab eine Katzenseele verpasst. Na egal, ich drehe dafür jetzt nicht um. Auf jeden Fall ist da links schon mal der Startpunkt, um schneller durch die Gegend zu kommen mit meinem super tollen Surfbrett der Gerechtigkeit.
Die Gegner selber sehen so aus wie Gegner, die wir schon längst bekämpft haben. Also entweder würden die wegplöppen, wenn ich sie ramme, oder eben nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass wir uns halt dieses Ei eines Wolkenschaffs anlachen gehen können. So. Mein Schiff ist auch zurück. Können wir jetzt ein neues Gebiet angucken gehen? Nein. Es fehlt immer noch dieses eine Item da unten und ich werde nicht ruhen, bis wir auch dieses letzte Item in unserem Besitz gehabt haben. Nervig? Ja. Notwendig? Nein. Will ich es trotzdem haben? Ja. Habe ich in meinem eigenen Spieldurchgang auch so gemacht, werde ich hier halt auch so weitermachen. Wem das nicht passt, der kann das Spiel ja auch selber spielen. Aber der Punkt ist halt, wenn man sowas schon hat, dann will man meiner Meinung nach auch versuchen, jedes Item einzusacken und das will man machen, wenn es halt nicht aufploppt. Da macht man nichts mehr, da wartet man nur darauf, dass man vielleicht doch irgendwann mal Glück hat. Und da haben wir's. Cloud Sheep Egg, another ingredient for the Omega Elixir. All right. Let's hurry and get this back to Videl. I'm not sure I've ever seen Lafayette so animated. He's never really lost anything, so he can still believe in hope. That's a dark way of putting it. Once he's confronted with reality, he'll change his tone. Are you certain? Yeah. Everyone's like that. Then how do you explain yourself? You've lost. You've been hit hard by reality. You don't have any hope for anything. So why do you risk your life with this revenge business? Why the hell shouldn't I? There's no hope waiting for me on the other side of revenge. I know full well it won't fix anything or bring anyone back. But it's a damn sight better than sitting around doing nothing. And that's probably how Lafayette feels right now, too. I can't let go of all my anger and sorrow. And he can't bring himself to stop holding on to hope. This is how far he'll go for his friends. You two are both illogical, for sure. I suppose a dumb old demon like me doesn't quite feel the same need for action. Ja, ist ein verdammt guter Charakter, der Rokuro. Darf auch jeder so sehen, wie möchte, aber ich persönlich finde, ist ein verdammt guter Charakter. Und, darf ich die Kämpfe überspringen? Jawohl, die darf ich überspringen. Also einfach nur, bevor mich irgendwas berührt, schnell wieder auf mein Surfbrett der Gerechtigkeit und durchsausen. So muss das. So, wo ist jetzt diese super tolle geheime Schatztruhe hier? Gespottet. Zwing. Okay. Schatztruhe ist im Begriff, geöffnet zu werden. Ein komisches Wolkenschafsei haben wir auch. Könnte nicht großartig viel besser laufen. Gut, wir sind relativ selten am Kämpfen in den letzten Parts, weil wir sehr, sehr viele Story-Einschübe haben. Aber was will ich dagegen schon großartig machen? Und ja, ihr merkt schon, hier kann man auch relativ gut Cutscenes sammeln. Muss man nicht, aber sie sind halt da, ne? Naja, und dann kommt halt dazu, dass wir halt hier die Kämpfe in dem Sinne überspringen können. Das macht sowas halt auch deutlich angenehmer. Wenn ich jetzt mir immer die Angst vorhalten müsste, oh nein, da ist ein Gegner und gleich gibt es wieder ein Kämpfchen. Das ist was anderes, als wenn ich da einfach durchsausen kann. So, und damit habe ich die Karte zumindest aufgedeckt. Ob das jetzt wichtig war, stelle ich mal hinten an. Aber der Punkt ist halt tatsächlich, jetzt ist die Karte aufgedeckt. Jetzt kann man genau sehen, wo man hingeht, wenn man dahin möchte. Oh ja, jetzt gerade war kein Grafikfehler. Das kommt davon, dass ich R2 gedrückt gehalten hatte. Und jedes Mal, wenn wir gelandet sind, wollte mein super schönes Surfbrett wieder erscheinen. Also falls ihr mal euren Freunden Angst anjagen wollt, haltet den R2-Knopf gedrückt, während ihr das Spiel für die spielt und dann könnt ihr denen sagen, dein Spiel sieht aus, als würd's kaputt gehen. Ist das normal? Tja.
Wer weiß. So. Kaizid-Anhänger, wunderbar. Der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal, wo ich mich jetzt hin teleportiere. Von hier nach... Hier war es jetzt, glaube ich. Ja. Hier rein. Und da drüben wäre noch die Plattform, die ich holen müsste, aber... Ach, da darf ich das gerade gar nicht. Kann das sein? Oder ist das hier drin? Das kann auch sein. Aber eigentlich müsste dann... Also wenn ich mit Videl reden kann, dann müsste eigentlich ein Questmarker da sein. Meine ich. Bin ich zumindest so ziemlich der Meinung. Achso. Ich bin mir relativ sicher, dass ich niemals im gesamten Spielverlauf jeden Surfbrettpunkt gefunden habe, weil solche Sachen entfallen mir meistens. Die Search-Party, die in den Laban-Tunnel ging, wurde von einem Dämon verletzt. Wirklich? They were the ones out searching for Count Capulus, weren't they? You mean the one who managed to get kidnapped? Despite everyone else at his manor, servants and children alike getting killed? You'd think noblemen like that would have some decent exorcists among their personal guard. Suppose he did. But I heard every blade there, sword and spear alike, was found chipped and cracked to hell. Hmm. What kind of demon could do that? Who are the Capuluses? They are one of the great noble lines. On par with Oscar's Dragonia family, and have served Midgand for generations. People refer to them as the royal family's hidden dagger. Unlike me, you never hear good rumors about them. They say behind the royal family's glory lies blood and tears shed at the hand of the Capulus family. But those are just rumors. Although I do know that in recent times, the Count had stood against the rise of the Abbey. I couldn't care less about the whereabouts of some noble. But we should be careful of the demon that took out all those exorcists. Yeah, it sounds like a worthy opponent. Yeah, ein würdiger Gegner. Ja, wie gesagt, kann auch gut so sein, dass ich die Quest gar nicht weitermachen konnte. Aber wir haben schon mal das Wolkenschafsei. Das ist immer etwas. Ist allerdings schon merkwürdig, wenn mir gesagt wird, ich soll mit ihm reden und er wäre nicht da. Aber scheinbar ist das halt so. Hm. Okay. Ja, dann mache ich das irgendwann mal wieder, wenn es aufplöppt oder so. Keine Ahnung. Soll mir auch in... Soll mir auch egal sein. Soll mir auch egal sein. Ja. Hatte ich eigentlich noch einen von denen besiegt? Krieg ich irgendwas? Ah, wir hätten auf der Figal-Eisspitze einen mondanheuenden Wolf und im östlichen Laban-Tunnel die Klingenbestie. Ich glaube, das ist die, von der gerade erzählt wurde, tatsächlich. Der Ventit des Verteidigers ist noch ganz interessant dann tatsächlich. Rokuros Klinge, ja. Besiege den Dämon im Labtunnel. Der Labtunnel ist da. Toll, das sagte mir jetzt so ziemlich gar nichts. Lass mal sehen. Nein, 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 nein. Östlicher Labtunnel. Losring. Hm. Okay. Gut, der Tunnel ist wenigstens direkt da. Ich bin mir übrigens aber auch ziemlich sicher, dass es hier drin ein Minispiel gab für das Brett. Also entweder gibt es das Minispiel schon oder es kommt noch. Das ist jetzt auch wieder so die Frage. Scheinbar kommt es noch, weil es noch nicht da ist. Aber eigentlich müsste es da sein. Es ist irgendwie gerade blöde zu erklären. Eigentlich müsste es hier eine Art... Rennspiel für das Brett geben, wodurch wir ein anderes Design für unser Brett kriegen. Aber es kann sein, dass ich halt erst den Pulspunkt eins. Bin ich jetzt zu hoch oder zu tief? Ja, scheinbar zu hoch, weil das Ding dann unter mir ist. Na, 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 na. Oh, die Katz steht jedenfalls da. Also kann gut sein, dass es das Ding eigentlich geben würde. Ich allerdings erst den Brettpunkt überhaupt aktivieren muss. Macht Sinn, ne? Wenn es nämlich darum geht, hier durch die Gegend zu fahren, sollte ich auch in der Lage sein, durch die Gegend zu fahren. Okay. Ja, so ein bisschen optional ist es mal da.
Muss man mal einfach sagen. So ein bisschen öffnet sich das Spiel, aber halt nicht so sehr, dass man jetzt in Jubelschreien ausbrechen muss. Ja, genau. Mit dem Einsammeln von dem Punkt hat sich die Katz da oben in eine Minispielkatz verwandelt, sozusagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man es besser beschreiben soll. Der Punkt ist halt einfach nur, ja, jetzt kann man das auch mal machen. So. Einfach hier rein und da wären wir schon. Gut, ich sammle natürlich jetzt auch mal eben die Cutscene ein. Die werden mir nochmal irgendwann irgendeine Truhe wieder öffnen dürfen. Aber ja, Minispielcards. Was wir mit dem Geobot anstellen können. Wir sollen Flaggen jagen. Oh Gott. Oh Gott. Problem bei dem Ganzen ist halt, ich weiß, mit X, okay. Na, komm mal. Zielzeit ist eine Minute irgendwas, okay. Wir haben immerhin schon 6 Flaggen. 7 Flaggen. Ich hoffe, ich habe keine unten ausgelassen. Das wäre irgendwie sehr peinlich. Da, 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 da. 8 Flaggen. Ja, passt. First try. Woo! Zeitbonus, bla 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 bla. Die ganzen Punkte sind mir ja wurscht. Aber wir halten das Geobot Pirat. Aus einer Planke der Fun LTA gemacht. Und das war tatsächlich unter Mode. Ja. Jetzt haben wir so eine Art. Ich meine, jetzt ist es halt definitiv ein Surfbrett. Das ist halt einfach so. Finde ich aber ganz nice, dass man so eine kleine Veränderung hier sehen kann. Und jetzt zu Rokoros kleiner Nebenmission, wenn man so will. Ich glaube, das passt zeitlich noch ganz gut. Also in mancher Hinsicht würde ich mich hierfür... Ich weiß gar nicht, ob es ein Lösungsbuch hierfür gibt. Aber es ist halt wieder das Typische. Manchmal würde ich ganz gerne einfach so ein Lösungsbuch aufschlagen und dann... Ah ja, hier ist dies und das und jenes und das da muss ich noch beachten. Das darf ich nicht vergessen. Bla 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 bla. Gut, der super tolle magische Zauberpunkt ist hier oben. Und zack. Ja, toll. Jetzt ist die Sache, dass dieser Dungeon da oben angezeigt ist. Ne, hier unten. Doch, da oben. Ich habe keine Ahnung. Ne, hier unten. Alles klar. Ich glaube, das ist auch der Weg, den ich mal damals gesucht habe und nie gefunden habe, weil hier drüben die goldene Schatzruhe ist. Jawohl. Mit einem grellpinken Shirt. Apropos Ausrüstung. Ich sollte mal gucken, dass ich auch wieder hier neue Sachen ausrüste. Nicht, weil ich es für wahrscheinlich halte, dass ich irgendwann mal irgendwas lerne, sondern eher damit die Kämpfe, wenn sie denn mal kommen, nicht umsonst sind. Gut, weiter geht's. Mit dem Surfbrett über Wasser. So passt das. So macht das alles einen Sinn. Okay. Östlicher Labantunnel, unterirdische Passage, ist, glaube ich, auch ein rein optionaler Dungeon. Muss man nicht durchlaufen haben, kann man aber. Ich meine, da sind wir wieder bei dem Thema, stinklangweilige, naja, Umgebung halt. Es ist nichts los, es gibt keine Schätze einzusammeln, zumindest in diesem Teil der Höhle. Es wird erstmal nur wichtig für Rokoros Sidequest. Und wenn ich dabei dann noch einen Erdpulspunkt da finde zum besseren Surfen oder so, dann ist das halt so, dann bin ich ganz glücklich drüber, aber das ist nicht der springende Punkt dabei. Okay. Du kannst es einen Kampf nennen, wenn du es möchtest. Du musst es nur wollen, dann ist es ein Kampf. Falscher Knopf. Okay, da ist es schon mal nicht. Das so bin ich auf der falschen Ebene so gesehen. Ich würde schon sagen, müsste ich eigentlich von hier aus zumindest sehen, wo der Ding ist. Eieiei.
Und natürlich sind die hier nicht meine Zeit wert. Das sind stinknormale Gegner, die wir schon vor... welchen Part haben wir? 62. Schon vor 40 Parts hätten machen können. Sogar noch mehr eigentlich, denke ich mal. Also so ist ja nicht. Aber es gibt Cutscenen. Problem ist allerdings auch, es gibt nicht nur Cutscenen, es wird ja auch eine Cutsbox geben. Ne? Es gibt, glaube ich, insgesamt so knapp über 50. Das heißt, über 50 einzigartige Gebiete gibt es, finalen Dungeon mit inbegriffen. Und in den allen kann man halt Cutscenen finden. Ich glaube, 56 oder 58 oder sowas waren das. Hätte ich zwar eigentlich fast gesagt, dann kann man auch die 60 voll machen, aber da ich dann noch mehr Cutscenen hätte farmen müssen wahrscheinlich, bin ich schon ganz froh über die Nummer so, dass sie eher nach unten als nach oben weist. Da oben hängen halt Viecher an der Decke, können sie ja gerne weiterhin machen. Sie sollten nur nicht auf mich fallen, wollte ich gerade sagen, aber da war es dann schon zu spät. Da war es dann schon um mich geschehen, sozusagen. Okay. Irgendwer hat irgendwas fertig gelernt. Ich bin da tatsächlich immer zu schnell, aber ich werde es mir auch gar nicht durchlesen. Ich weiß nur, irgendwer hat was gelernt, alles klar, nächstes Item. Zack, 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 zack. Muss schnell gehen, hab keine Zeit für sowas. Obwohl ich ja nicht gehetzt werde in dem Aspekt wirklich. Es ist viel mehr... Ja, ist schön, aber hab ich nichts von. Zack, zack. Mit ein bisschen Zunder geht's auch direkt weiter. Ich darf hier alles abfahren, um die Schatzrunde zu suchen. Naja. Könnte schlimmer sein. Und das nur, damit Rokuro einen würdigen Gegner finden kann. Naja. Was tut man nicht alles für den guten Rokuro, mein Profilbildspender? Klingt so ein bisschen, als wäre es ein Petspender. Einmal ein Profilbild, bitte, alles klar. Kopf umreißt. Da heißt er. Und angezündet, mal wieder. Also die Schätze sind auch nicht sonderlich gut versteckt. Es ist ja gerade tatsächlich ein reines, guck mal, da ist ein Schatz, da ist ein Schatz, da ist ein Schatz. Tada! Und in den Ecken ist dann halt sowas. Ah, da haben wir die gefürchtete Cutsbox. Ah, mit nur 135 Cutsseelen, die ich brauche, ist das noch vertretbar. Gut, man hätte schon längst hier sein können, nehme ich an. Das ist der springende Punkt dabei gewesen. Von daher ist das glücklicherweise alles nicht ganz so schlimm. Okay. Hier wieder runter. Und das ist jetzt ein Teleportationspunkt, den wir aktiviert haben. Schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob man hier vielleicht irgendwann doch mal lang musste. Das kommt mir gerade so ein bisschen... wirklich so ein bisschen so vor. Ich habe die blöden Tränke nicht weggeworfen. Trank des Lebens habe ich gelesen, ne? Ja, aber der muss doch weggeworfen werden, sonst ist die Truhe immer noch offen. Also offen, aber nicht offen. Wenn sie respawnen sollte, dann habe ich immer noch mehr davon, als wenn da jetzt nichts gemacht wurde von mir. Das ist eigentlich der springende Punkt dabei. So. Da ist nix. Ja gut, da war eine Cutscene, aber sonst ist da nix. Da ist dieser neue Sidequest-Gegner. Serget. Also Rokuro geht direkt volle Kanne drauf. So ist das richtig. Voller Körperkontakt hier, voller Einsatz. Und... naja. Es ist nicht so eine schöne Taktik, Technik, wie ich jetzt unbedingt haben wollte, aber schlussendlich ist der Gegner erstmal... also einer der springenden Punkte ist hier zumindest, der Gegner ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Diese komplett über, ja, überdrehten Gerüchte, ah, man macht hier den Schweif damit, der macht alles kaputt, alle Schwerter, alle Speere, naja. Naja. We won. I wasn't good enough. What do you mean? That demon was really strong. I don't mean the demon, I mean me. If Shigure were here, he'd have sliced it clean in half. But you use shorter dual blades, rather than just one bigger one like him, so of course... no. He'd have done it with a shorter blade, too.
You can't be serious. He's right. I think Shigure might really be capable of that. Yeah. He's done it before. Can I ask you a question? I don't mind. You want to know more about my clan? Yeah. Well, as the eldest son, Shigure became head of the clan and ran things for a while. But 3 years ago, a rumor started floating around that he was planning an insurrection, and our lord immediately called for his execution. Sounds like he doesn't waste any time. Shigure never particularly cared about our lord to begin with. All he ever respected was personal strength. Then did your lord send you to do the job? Yeah. The only thing that can take down a Rangetsu swordsman is another Rangetsu swordsman. I thought I could handle it. I knew his every trick and had the time and place all planned out. But when it happened... You got your ass beat. Yeah. He made a fool out of me. I came at him with a great sword, and he just used a small one. All the training I'd done, I couldn't land a hit on him. A rude awakening if there ever was one. Damn straight. I couldn't deny it. Shigure cast aside my great sword and just laughed. Train harder, he told me. I was so frustrated by my weakness, my inexperience. So much so that I wanted to end my own life. So much so that I turned into a demon. Rokuro. In the end, Shigure escaped, and I was arrested for failing to perform my duty and sent to the prison island. And the rest, as they say? So you regret not being able to kill your brother, huh? I know it sounds crazy, but that's just who I am. I'm not here to judge you. I'm just using you for my own purposes. As long as you fight my enemies, that's all that matters. That's the plan. That's what I do best as a demon. Okay. Ja, das ist, ich glaube, fürs Erste, der erste Teil seiner Nebengeschichte. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis man da wieder über eine neue Gerüchteküche stolpert. Ich kann natürlich jedes einzelne Dorf mal abklappern, immer mal gucken, gibt es hier was Neues oder auch eben nicht. Aber fürs Erste war es das. Und auch für heute, das war Tales of Berseria. Das waren alle Schätze hier in diesem wunderschönen Tunnel, der halt wie jeder andere stinknormale Tunnel aussieht. Nur halt rein optional ist. Also wer sich hier reinstürzen möchte, viel Spaß dabei. Ich würde es nicht empfehlen oder so ähnlich. Naja. Ich gehe jetzt wieder hier raus. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bye bye. Das war's erstmal mit Tales of Berseria. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch, schreibt etwas in die Kommentare und vergesst nicht dieses Glöckchen, nicht, dass ihr jemals wieder ein Video von mir verpasst. Wenn ihr möchtet, besucht mich doch auf Facebook auf meiner eigenen Seite, um mit mir dazu schreiben, Ideen auszutauschen, was das Herz begehrt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin Velvet verfolgen auf ihrem Weg zum Ziel.